Das ist schon eigentlich mies. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass so der eine tote Baum dann schon was extra hat. Wir werden sehen. Wir werden sehen, da war nichts, oder? Ein toter Baum. Waren die Bäume zuerst da oder das Moor? Und nicht die Bäume. Ja, ist ein Brocken. Aber es ist ja so ein Wednesday, das hier. It is? When was your birthday? June? July? I'm sorry. I forgot. Nichts. Ich dachte gerade, ich hätte was gesehen, aber nein. Hier. Yeah. Nee. Och nee, nicht hier schon wieder. Ich hatte sie hier. Also die im Moor, also die hier sehen ja schon toter aus als großen Moor. Wohl nicht, ja, tot genug. Bin ich im falschen Moor? Eine Verzerrung des Raumzeitgefüges bahnt sich an. Ah. Ja. Schön. Aber jetzt wäre ich einmal rum, oder? Okay, weg. Mhm. Nein, sie waren 13, too. Ah, ich weiß das 13. Hat der aber den besten Plan? Wer hatte den besten Plan? Hast du dich eigentlich von deinem gebrochenen Herzen mit Charles erholt? Charles? Charles war nicht so schlimm. Volo, Volo ist immer noch schlimm bei mir. Charles, der ist ja nur in einem Ende tot. In allen anderen lebt er ja. I'm back. Grab the bag of corn sticks. What are corn sticks? Er hat ja aber den besten Plan. Das, ja, okay, hat er. Das hat er wirklich. Hat Mittwoch nach den Tschüssig. Wow, wow. Im Westen des Moors. Ja. Okay. Wie nervig ist das ohne Hilfe? Hm, ich renne schon wieder in die falsche Richtung. So, hier ist der Westen. Doch, da oben. Ich bin blind. Das ist gerade das Regenbogen, aber es ist nur die Verzerrung. Ich bin im Westen. Eine Lüge. Da, ich habe ihn. Da hängt er. Der ist sogar eingehängt. Der hängt jetzt nicht nur dran, so wie die anderen, also dran geklatscht, sondern die haben sie richtig angehängt. Richtig. Okay. Dann gehen wir doch mal zum Raumzeitgefüge. Vielleicht sind da ja noch Pokémon, die wir nicht kennen.
glaube es zwar nicht, aber da war ein alter Wappenkoffer. Ganz dringend. Wieso gibt es gerade in dem Moor so viele Eisenbrocken? It's a Hispanic snack. They actually called Choritos. Their greatest lemon and sauce called Chamoy. Okay, never heard of that. But now I want to taste it. Nobody once told me. What told you somebody? I get post that frog video on Wednesday. Yeah, that's okay. That's okay. I look forward to Friday the 13th in May. Ja, das ist schon bald. Hey, last Charles. The Goat in Ruhe. Charles D. Goat? Heißt der Charles D. Goat? Der Fußball. I was in other days too. Thomas Dismiss. One day you will get banned for that. One day. Just you wait. Okay, dann haben wir aber alle Inkognitos hier, oder? Und dann ist hier noch irgendwo dieser andere Flügeldepp. Sie haben gar keine Flügel, haben sie Flügel? Wolkendepp. Mich verarschen, Bammelin, Luxtra und Driftler. Purpurstück, ich brauche mehr Purpurstückchen, bitte. Nicht mehr Indigo-Stücke. Ein Porygon! Sonst hatten wir schon lange nicht mehr. Wir könnten einen Porygon. Will sie dich nicht sterben lassen, okay. Bleib! Bleib! Darf dich so seltsam zu bewegen! Hallo! Aua! Gottes Willen! Ah, the word is gonna run. Das finde ich sehr schön. Leider nicht, ihr hättet sich den Namen aber verdient. Warum? I'll be me for the frog. I will. Well, the years start coming. Please sing now that whole song. Was machen wir mit dir? Du bist viel zu unterlevelt für mich. Oh, das ist, glaube ich, ein Purpurstück. Das sieht mir sehr rot aus. Was ist, ach so. Da ist noch mehr. Da ist hier noch mehr. Weil der einfach der Geist ist. Ja, aber warum dann Gold? Warum dann Ziege? Okay, ich wollte gerade sagen. Ich wollte gerade sagen, jetzt wird das blau oder wie? Und es leuchtet nur, damit man es gemütlich besser sieht. Oh, guck mal, ein ganz kleines! Hier beim Ball. Yes. Schön. Wer will den Bammelin in dem Ding drin? In dem Raum Zeitbewährung.
Ich glaube, das meiste habe ich. Da waren keine zufriedenstellenden Pokémon drin. So. Prüfungsbarre. Gehen uns jetzt heilen und dann gehen wir dahin, wo. Wo das Wolkenvieh sein soll. Wo wäre das nochmal, Lord Miggy? Ich glaube, du bist es. Pink Love Unicorns. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Warum kenne ich dieses Lied? Woher ist das? You don't know that song, Seth. Pink Fluffy Unicorns. So ist es hier, wenn es hier Prüfungsbarre heißt. Da ist auch jeden Fall ein Geister. Daniel! Wer ist Daniel? Die Pokémon. Wen habe ich da mal geedet als Freund? Wer ist denn Daniel? Go, deine Bezeichnung als der Beste, der coolste, der absolut geilste ist. Go, da ist einfach nur Ziege! Muss ich jetzt hin für dieses Wolken-Pokémon, das immer da ist? Na ja, komm, den könnten wir eigentlich nochmal fahren. Ist ja auch nicht viel Spiel. Greatest of all time? Ah, okay. Trotzdem. Gut, I see it. I don't know. What did I just watch? What do you mean? What did you watch? That? Auf der Insel links unten auf der Karte. Okay. Insel links unten auf der Karte. Was frisst dieses Vieh? Wer weiß das? Alles. Okay, perfekt. Das sind mir die Liebsten, die alles fressen. Und wenn du viel bist, so, ich krieg nix. Nein, du kriegst nix. Hab. Sehr schön. Wir sehen doch einmal, ob sie. Nein, bist nicht. Obsidian Grasland ist das doch. Wieso dachte ich jetzt, das wäre hier? Wieso dachte ich, das wäre der Obsidian-Sumpf? Das macht gar keinen Sinn. Das macht keinen Sinn. Kann ich nicht porten? Ja. Okay, dann. Gehen wir als nächstes aber ins Obsidian-Grasland. Tada! Der Pink Fluffy Unicorn. Ah, okay. Wenn ich die Schelte reite, würde ich die ganze Zeit auf seinem Panzer irgendwo draußen liegen und das gute Wetter genießen. Und was ist, wenn es kein gutes Wetter hat? Was machst du dann, Fenris? Was machst du dann? Jetzt hängt das bei mir im Kopf. Ja, das ist ein wirklich furchtbarer Blut. Wirklich. Okay, das gab jetzt nicht so viel. Ich glaube, Giratina gab halt viel Geld. Tut mir leid. Als ob es dir leid seht. Ich glaube, ja, es tut dir gar nicht leid. Ein bisschen tut es dir leid, glaube ich.
So, wir wollen ins Dorf und ins Obsidian-Grasland. Wir noch irgendwas essen. Das kann erstmal das. Können wir alles verkaufen nachher? Dann ja, ich mich auch nie mehr. Ich benutze kaum noch Beeren. Vielleicht können die alle mal weg, aber dann brauche ich wieder welche und dann. Okay, so Obsidian Grasland. Warum blinkt es da seltsam? Was ist da? Pipis Tanz im Mondschein ist da. Bonitas, da haben wir aber schon ein Shiny dran. Das ist nicht so interessant. Ursaring finde ich auch nicht so interessant. Wir gehen trotzdem zum Obsidian-Grasland. Auf HW und Fragezeichen. Zu spät. HW. Okay, Moment. Hab ich irgendwas? Mal schreiben. Ja. Kuchen angucken. Material steht da noch auf meinem Zettel. Dorf. H. W. Fragezeichen. Ups. E. G. I. S. Okay. Son of Forever Lives 9 Mile Consciousness Wikipedia. Diese Behauptung lasse ich nicht im Raum stehen. Nicht? Was willst du denn dagegen machen, wenn sie ihn schon? Gut, die Abkürzung steht für Greatest of All Time. Ja. Das hat doch Soul Wailer vorhin gesagt. Unsere Bewunderung für jemanden ausdrücken, etwa für einen bestimmten Pop- oder Sportstar oder eine Schauspielerin. Ja, oder für. Oh Gott! Aber der ist gut, wenigstens. Okay, E haben wir. G, E, F, G, das wäre, glaube ich, hier. Obsidian, ein Wasserfall. Die Spitze. Okay. Wo gibt's hier den Wasserfall? Der Obsidian-Wasserfall finde ich. Schauen wir an. Wo ist mein verdammter? Will auch! Irgendwann müssen wir dann auch hier nochmal durch und alle Geisterlichter abklappen. Das wird auch sehr cool. Ich habe überhaupt keine Lust drauf. Ist das heute der große Urwurm aus Kaffee? Ja, ich glaube. Ich glaube fast. Oh, ein Wasserfall, die Spitze. Oh Gott, ich kann nicht auf dieses Wasser gucken. Wo bist du? Sie sehen sie nicht. Da.
Na. Nicht. Schön. Das war, glaube ich, der G. I haben wir, glaube ich, sogar. Irgendwann entwickle ich aus Versehen das Petiza. Dann muss ich noch eins aus. Hochziehen. I, jawohl. S. Ein Fluss. Ein Damm. Ein Zweig. Ein Fluss, ein Damm, ein Zweig. Mündungsdamm. Hört sich gut an, würde ich sagen. Ja. Ah, what is your favorite element? I'd say Eis. Oh, da ist das fliegende Chloragne. Das fliegende Garados. Sehen wir das auch endlich mal? Haben wir noch nie gesehen. Gibt es ein Achievement, das zu fangen? Da ich sehe es und fliegt. Irgendwie echt seltsam. Und wie viele Flugbälle wollen wir verbrauchen? Ja. Yeah. We're gonna give you up. Oh mein Gott. No Rickroll in the stream, please. Oh, glaube ich. Yeah, if ice doesn't count, then it's water. Don't say oxygen. Why should I? Ladies and gentlemen, this is my phone. Oh my god. Jetzt bitte ins... Guck mal! Das ist einfach ein gelbes Shino. Drehst du dich um, steht da ein gelbes Shinox. Was fressen die? Was mögen die? Ich habe ein bisschen Angst, dass es wegläuft. Das ist ja goldig. Pun intended. Was machen die? Ich weiß nicht. Schläft es? Es schläft. Die mochten Pilz. Pilz, Eis, Bohnen. Also das kriegen wir jetzt ja so. Das Süßi. Yes. Scheine! Lang keins mehr gehabt. Target spotted. Requesting air support. Over. What? What does the fox say? Ding, 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 ding. Ich liebe das Lied. Allgemein, Ilvis hat wirklich... Weiß nicht, Ilvis? Die haben wirklich witzige Lieder. Versuch die Flügel! Nein, ich hab's mit dem Zentner dabei. That's not the kind of element I meant. Ah, okay, now I got you. Now I got you. What's my favorite element? I think it's helium. Does it... Is it helium in English?
Wo muss ich mal hin? Ich hab doch einen Punkt gesehen. Zum Mündungsdamm. Wir gehen voll in die falsche Richtung, aber da waren Shiny Shinux. Ein Shiny Shinux! Shiny Time, ja. Ein Shiny Shinux. Da glänzt es in der Sonne, ist so. Ja, mein Herz, ja, weißt du. Oh Gott. In the future, teaching my kid animal sounds. What does the fox say? Every minute. Ja. So, und ein Zweig war das, glaube ich, wurde ich dann noch in einen Fluss, eine Mündung, ein Damm. Fluss, ein Damm, ein Zweig. Da. Da liegt es und sagt nichts. Tatsächlich, ich habe mal geguckt, was Füchse für ein Geräusch machen und die bellen. Also wie Hunde hören die sich an. Wer aber tatsächlich keinen Sound macht, sind Giraffen. Weil die machen zwar einen Sound, aber du kannst die nicht hören, weil unsere Hörrange nicht ausreicht, um zu hören. Wirf den Tonnenball jetzt! Hab ich doch. Hab ich doch. Oh Gott, ich glaube, ich bin ein bisschen hinterher mit dem Bild. Helium ist Effie. Yeah. Papa Ratzi, okay. Papa Vogelbild, okay. I'm in the summertime when the weather is fine. In the wintertime. Gibt's auch. Was wollen wir eigentlich machen? Ihr bringt mich durcheinander. Ich glaube, wir wollten nicht losfahren. Aber jetzt speichern wir, dass wir das Shiny Shiny gefangen haben. Kann ich nicht. Irgendwie. Oder weil ich fliege. Ich glaube, das war nicht mal, weil mich hier angreift, sondern weil ich. Geflogen bin. So. Ich möchte gerne speichern. So, gut, okay. I should bring my tungsten cube. For what? There are no children around. Wait, I should get you your own tungsten cube. I don't know. Why would I want a tungsten cube? So. E-G-I-S-X. Ein Baum. Riese, ein Baumriese. Klettere hinauf. Ja, okay. Baumriesenkampfe, okay. Gott sei Dank sind diese Orte gleich benannt. Ernsthaft. Sonst hätte ich, glaube ich, echt ein Problem. Die Namen sind eine kleine. Ja, Gott sei Dank. Überleg mal, wie lange das gehen würde. Wieso bin ich hier noch nie hinaufgeklettert? Weil wir es Nibel noch nicht hatten. Hinauf! Nibel! Hinauf! Er geht nicht weiter hinauf. Ah da, okay, da ist er ja. Kannst du da einfach hoch, oder? Das ist jetzt nicht genau. So, okay. Die sehen auch süß aus.
Das ist auch, ich wusste gar nicht so, weil er hat mir gemeint, Arxanthor ist eine Neuentwicklung von Sichlor. Ich finde das voll furchtbar. Ich finde Sichlor voll cool, ich finde Xerox voll cool. Arxanthor finde ich kacke. Finde ich richtig kacke. Wirklich. So, wir gehen jetzt auf die Insel. Und irgendwie hat mich das voll enttäuscht, dass man aus einem Sichlor den Arxanthor machen muss. Das finde ich irgendwie voll nicht in Ordnung. You can get samples of a lot of elements. Ist klar, ich komme gleich wieder. Okay, Gideon, bis dann. But I'm a placeholder would be enough. Don't. Want to glow in the dark. What? What? Über was reden wir? Astantine. Was ist das? Radioactive. Okay. We will rock you. Stop. Why are you doing that stuff? Agnes can make a happy me cry. Wow. Wow. Ja, ich wollte jetzt fragen. Hier ist ja die Insel mit dem Bandflamm. No? Doch, aber da ist der auch. Okay. Ich wollte gerade sagen, ich vermute mal, das ist dann die andere Insel, aber nee, da ist der. Da fliegt der rum. Ich habe sowas von keine Lust. Okay, ihr meintet mit den Bällen abwerfen. Mhm. Oh, der musste ich sogar nur einmal, oder wie? Nee. Aber der geht nicht so weit weg. Okay, ich habe nichts gesagt. Aha. Demeteros. Tut mir leid, halt, Tyra. Ich wusste nicht, dass du jetzt vorne im Team warst. Einfach geworfen. I think my cold medicine is finally kicking in. Yeah, great. Came in spec. What? Achso. Ich dachte jetzt, wie kommt da nochmal einer, den ich mein. Nein, wir gehen nicht ins Bett. Ihr leistet mir noch moralischen Support. Ne, du bist vielleicht ein bisschen zu heftig, Diaga. Sorry, kann ich nicht machen. Ah, mir Garopa vielleicht wieder. Die hat das gut gemacht. Dann gucken wir bei mir weiter. Okay, finde ich gut. Das finde ich sehr gut. Dann will ich mal raus für eine gute Nacht. Eine gute Nacht, ihr Lieben. Schlaft schön. Und hoffentlich bis bald. Da steht die Woche noch gut. Verbrennung, das ist jetzt nicht so gut, Galoppa. Das ist jetzt echt nicht so gut. Hoffentlich verbrennt der mir jetzt nicht. Das nicht das Feuer viel? Ich weiß nicht, was haben die für Elemente? Ha! Okay, gut, nicht verbrannt. Gut. Der war jetzt doch irgendwie sehr viel leichter, habe ich das Gefühl. Ups. Ne, komm, wir lassen den. Ja. Guck nicht so, wir lassen den. Ist ein Feuer-Pokémon. Gegenstein ist das, glaube ich, nicht gut. Aus einem Kristallstein springen sehen. Muss ich noch 15. Okay. Das heißt, du musst eigentlich jeden Kristallstein anrempeln. Und jeden Baum. Bis ich. Wow.
I declare Sampo. What? My Sampo? Will you arm wrestle me? Yeah, Kasavin. Actually, we played a game at Sylvester, I think. At New Year's Eve, we played a game. And I had to thumb wrestle. And I won. Every time. And I didn't won because I have so strong thumbs. But because they are so movable. And my opponents just couldn't get me. Because my thumb is so flexible. They were really frustrated. And I was really sorry. But yeah, technique over strength there. Yeah. Ability over power every time. Yeah, totally. So, gehört ihr schon dazu, ihr zwei? Hier sind ja eigentlich immer viele Galoppas. Du hast mich nicht gesehen, oder? Nö. Da sind sie. Bin enttäuscht. Kein Blaues dabei. Sehr enttäuscht. Die variieren so in der Größe. Sag's nochmal, ich würde nicht ins Wasser laufen, wenn ich ein Feuer-Pokémon wäre. Because obvious reasons. Habt ihr jetzt weg? Pils, Mais, Pullerbohnen. Schwere Exemplare. Okay, ich muss schwere Exemplare sein. Mit der Attacke vom Typ Wasser besiegen. Mit Nahrung gefüttert. Okay. Essen die das nicht, weil es im Wasser liegt? Die machen doch Pilze. Ja, aber die so weit weg. Okay, es kommt nur, wenn ich nicht da bin. Well, not get all the ponitas. Yeah, I like ponitas. Our ponita is called in English. Nee, du doch nicht. So. Hab jetzt nicht mitgezählt, wie viel ich noch wieder muss. Schwere Exemplare. Oder sind noch welche? Vielleicht muss ich sie nochmals machen. Wasser-Pokémon habe ich jetzt natürlich nicht dabei.
Nee, das ist 8 FPS. Galopper, dein. Ja, das ist dein Galopper. Hey, just say it. No more wants to some wrestling anymore. Wieso nicht, Ludwig? Wieso nicht? I should go pro. Totally. How to play StarCraft. Not with thumbs. They are just dumb tiny girls. They are not. It's the same name. When they evolve, they become Rapid Dash. Yeah, that I knew. That actually I knew. I'm very proud that I knew. The Rapid Dash. What is it doing? Komm, ich brauch die fetten Großen. Oh, das ist nicht drin geblieben. Das ist nicht drin geblieben. Gut. So, dann ist das letzte, glaube ich. Spin to win. Spin to win. Bleib stehen. Das ist sicher zur Erde zurück. Okay, das waren alle. Leider kein Shiny dabei, aber wir haben ja schon ein Shiny. Komm, schnapp sie dir, Pokémon. Ja, auch ein Ohrwurm. Hallo, ALD. Schön, dass du wieder reinschaust. Ich hoffe, du hattest einen guten Start heute in die Woche. Einen schönen Montagabend. Wie hat es angekotzt, dass sie sich nie haben befreien können? Ja, das, wenn du viel Kraft hast und dich erwischt, ja, dann ja. Das verstehe ich vollkommen. Dann wollen wir es really sein. Guten Abend. Guten Abend. Wie geht's? So, wollte ich hier noch was machen? Ich glaube nicht. Dann gucken wir jetzt nach denen im Dorf. HW Fragezeichen. Eins haben wir schon. Seht ihr das? Seht ihr das? Und das da? Das Shiny Shinux? Schlechten Morgen, Mara. Ja, morgen sind immer schlecht. Morgen sind wirklich immer schlecht. So, was musst du ja machen? 40 Tempo Technik. Einsatz von Wüstenorkan. Ich möchte gerne ins Dorf zurückkehren. Time to build a Bonita Ranch, totally. if I would live in a Pokemon world, I think I would do that. Build a Bonita Ranch. I think I'd like that. Oh, ich möchte gerne ein paar Pokébälle. Und auch noch ein paar Pokébälle. Gerade Zahlen. Und auch noch ein paar Federbälle für weit entfernte Cognitos. Jetzt Anlage aus. Fireway waiting to happen. I'm sure if there are Ponyta Ranges, they have fireproof material. Geh ich hin. Neulich habe ich dich verpasst. Willst du mir bitte kurz folgen, Struggle? Okay. Geh jetzt. If the enemy could do it so good, Mara. See, better, see. Was geht jetzt?
Da seid ihr. Weißt du, woher die Galaktik-Expedition ihren Namen bekommen hat, Struggle? Keine Ahnung. Natürlich, woher auch? Dann lass es mich dir erklären. Ich vergleiche Sachverhalte gern mit den funkelnden Sternen am Himmel. So auch an dem Tag, an dem ich unseren Investoren vom Vorhaben unserer Gruppe berichtet habe, uns in Hisui anzusiedeln. Ich sprach davon, dass die Fähigkeiten von Celestis und den anderen so mannigfaltig seien, wie die Sterne am Himmel. Daraufhin sagte einer der Investoren, dass unsere Gruppe also wie eine Art Galaxie sei, in der all diese Sterne sich zu einem großen Ganzen zusammenfügen. Unser Expeditionsleiter griff die Idee sogleich auf und gab der Galaktik-Expedition ihren Namen. Wobei wir uns nicht sicher waren, ob er das nur getan hat, um sich einzuschmeicheln. Da muss ich dich enttäuschen, Celestis. Mir hat der Name schlicht und ergreifend sehr gut gefallen. Aber auch dieser Name wird irgendwann in Vergessenheit geraten. Sobald sich das Leben hier normalisiert, hat die Galaktik-Expedition ihren Daseinszweck erfüllt. Wenn wir nicht mehr gebraucht werden, ist es an der Zeit, die Expedition aufzulösen. Vielen Dank für dein Follow, Halde. Dankeschön. Danke, danke. Stört euch das nicht, wie schade. Wie schade. In erster Linie zählt nur, dass wir hier in diesem großen, weiten Land in Harmonie an der Seite der Pokémon leben. Ein Name spielt im Vergleich dazu keine Rolle. Eines werde ich Ihnen versprechen. Und zwar, dass ich den Namen und die Errungenschaft der Galaktik-Expedition an alle nachfolgenden Generationen übergebe. Verstehe, nun, ich habe nichts anderes von dir erwartet, werte Celestis. Entschuldige, dass wir deine Zeit für unsere Sentimentalitäten in Anspruch genommen haben. Struggle. Hier hast du eine Entschädigung. Als ein Kometstück. Du magst vom Himmel gefallen sein, aber da du uns so oft geholfen hast, war es mir wichtig, dass du die Bedeutung hinter unserem Namen kennst. Bitte sei den Menschen und Pokémon von Hisui auch weiterhin eine Stütze. Okay. Das war's, ein Dialog für ein Kometenstück, okay. Wir könnten mal Sachen verkaufen. They literally have a... Yeah, but they don't damage you. If they don't want. Deine Freunde werden dich auf diesem Weg begleiten. Oh. One Piece. Den kenne ich auch noch. Obwohl ich One Piece nicht viel geguckt habe. Aber das Lied war ganz okay. So, das können wir verkaufen, das können wir verkaufen, das kann weg. Wieso gibt es hier im Vergleich so wenig Pokéstücke immer? Geht das nicht. Der Tag kann doch nur mit Pokémon toll laufen. Absolut. Absolut, das sehe ich genauso. Au, Howard. Okay, wir gucken jetzt HB Fragezeichen. Ha? Ein Dorf, ein Gang. Okay. Hier wäre ein Dorfeingang, aber ich vermute mal, es ist die andere dran. Ja, wieso kann ich nicht schnell rennen? How do they not burn you? In the anime, they ride on ponitas. So, they just burn you if they don't trust you. And if they trust you, they don't burn you. That's the
Explanation. Wieso habe ich das noch nie gesehen? Jetzt mal ganz ehrlich, der ist nicht so nah, wenn ich da. Bin ein bisschen enttäuscht von mir. Ha! Das war auch das Haar. Ha! Weh!